Nachdem der FC Eddersheim zum Wiederauftakt gegen Tabellenführer Frankfurt gut mitgehalten hat, folgt bereits am Mittwochabend Spiel 2 unter der Leitung des neuen Trainers Marcel Kaffenberger. Erneut geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen den 8. Baunatal. Eddersheim in Weiß ist sich der Brisanz bewusst und spielt nach vorne. Krause, Dechert sträflich freigelassen, verwertet zur Gästeführung. Torschütze Dechert hat in der Hinrunde noch als Linksverteidiger gespielt. In der Winterpause hat ihn Kaffenberger umgeschult und auf die 10 gestellt. Der Schachzug des neuen Trainers scheint voll aufzugehen. Auch nach dem Seitenwechsel stürmt der FCE. Krause im Abseits. Baunatals Wilke führt den Freistoß kurz aus und Eddersheim sofort wieder mit aggressivem Pressing. Die Gäste erzwingen den Fehlpass, Dechert mit einem perfekten Heber zum 2:0. Der frisch umgeschulte Zehner schnürt den Doppelpack und bedankt sich beim neuen Coach. Kaffenbergers Vertrauen zahlt Dechert heute sowas von zurück. Baunatal gibt aber nicht auf. Ecke in der 64. Minute. Wildes Ping-Pong-Spiel vor dem Kasten. Und am Ende ist es ein Eigentor. Schmidts Klärungsversuch misslingt. Der Außenverteidiger drückt den Ball über die eigene Linie. Baunatal trifft zum Anschluss, kann in den verbleibenden 25 Minuten aber nicht mehr ausgleichen. Eddersheim holt den ersten Sieg unter Marcel Kaffenberger und erhöht den Abstand auf den Relegationsplatz auf 6 Punkte.